Warum Forschungsdatenmanagement? Herzlich willkommen zu diesem Modul des Kurses Open Science von Daten zu Publikation. Mein Name ist Elisabeth Böker und ich arbeite am KIM der Universität Konstanz im Team Open Science. Dies sind die Inhalte dieses Moduls. Zunächst gebe ich Ihnen eine Definition von Forschungsdaten. Danach beschäftigen wir uns mit dem Management von Daten. Im Anschluss gehe ich auf verschiedene Policies ein, denn diese haben mittlerweile vielfach einen Passus zum Forschungsdatenmanagement, den ich Ihnen gern vorstellen möchte. Am Ende des Moduls stelle ich Ihnen noch den Forschungsdatenlebenszyklus vor. Was sind Ihre Forschungsdaten? Wie Sie allein schon an diesen Bildern sehen, gibt es sehr viele unterschiedliche Forschungsdaten. Daher ist es auch sehr schwierig, eine Definition von Forschungsdaten aufzustellen. Sehr allgemein kann man sagen, dass Forschungsdaten digitale Daten sind, die während wissenschaftlicher Tätigkeit, zum Beispiel durch Messungen, Befragungen, Quellenarbeit, entstehen. Sie bilden eine Grundlage wissenschaftlicher Arbeit und dokumentieren deren Ergebnisse. Diese Definition stammt aus der Informationsplattform Forschungsdateninfo. Doch was ist nun Forschungsdatenmanagement? Forschungsdatenmanagement befasst sich mit der Aufbereitung, der Speicherung, der Archivierung und der Veröffentlichung von Forschungsdaten. Forschungsdatenmanagement ist daher ein wichtiger Bestandteil des Forschungsprozesses, denn dazu gehören die Planung der Forschung, die Archivierung der Ergebnisse, insbesondere der Daten, die Nachnutzung, aber auch die Löschung, denn Speicherplatz ist nicht unendlich. Was sind die Ziele vom Forschungsdatenmanagement? Daten sollen langfristig und unabhängig vom Datenerzeuger zugänglich, nachnutzbar und nachprüfbar sein. Um dies besser zu verstehen, möchte ich mit Ihnen gerne ein kurzes Gedankenexperiment machen. Aktuell sind Sie vermutlich an der Universität Konstanz angestellt. Doch es kann gut sein, dass Sie diese Institution in ein paar Jahren verlassen werden. Wieder ein paar Jahre später hat jemand Sie ausfindig gemacht und Ihnen eine E-Mail geschrieben. In dieser E-Mail werden Sie gebeten, ein paar Angaben zu den Daten zu machen. Es kostet Ihnen einige Zeit, dies herauszufinden. Mit gutem Datenmanagement beugen Sie dem vor, denn zum Forschungsdatenmanagement gehört eine gute Dokumentation der Daten, eben damit sie für andere verständlich sind, ohne dass Sie gefragt werden müssen. Warum Forschungsdatenmanagement? Eben haben wir bereits einen Grund dafür gehört, doch es gibt noch viele weitere Beweggründe. Sicherlich gibt es auch für Sie Beweggründe, sodass Sie sich entschieden haben, dieses Modul zu absolvieren. Warum betreiben Sie denn Forschungsdatenmanagement? Eine Vielzahl von Gründen möchte ich Ihnen jetzt anführen. Zum Forschungsdatenmanagement gehört die schnellere Auffindbarkeit von Daten, aber auch der Wissenserhalt. Datenverlust wird durch Backup der Daten vorgebeugt. Aber auch eine leichtere Zusammenarbeit ist durch Forschungsdatenmanagement gegeben, denn andere können durch eine gute Datendokumentation und Datenbeschreibung die Daten leicht verstehen. Auch die Weitergabe und Nachnutzung der Daten ist im Forschungsdatenmanagement geregelt. Erhöht wird durch die Veröffentlichung der Daten die eigene Sichtbarkeit. Für andere wird Ihre Forschung nachvollziehbarer, aber auch Sie können andere Forschungsergebnisse leichter nachvollziehen, indem Sie die Daten einsehen können und verstehen, wie diese entstanden sind. Es kommt zu einer Referenzierbarkeit und ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen ist durch Forschungsdatenmanagement gegeben, denn es ist nicht mehr notwendig, dass Daten doppelt, dreifach, fünffach erhoben werden, wenn andere ihre Daten nachnutzen können und daraufhin vertiefende Forschung betreiben können. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass es eben eine Vorgabe in Forschungsdatenpolicies, etwa von Universitäten, Drittmittelgebern oder Verlagen ist. Eben auf diese Forschungsdatenpolicies möchte ich jetzt im Folgenden eingehen. Zunächst starte ich mit der Forschungsdatenpolicy der Universität Konstanz. In dieser Policy vom 18. Juli 2018 heißt es, die Universität Konstanz fordert ihre Forschenden auf, den Prinzipien des Forschungsdatenmanagements in allen Phasen des Forschungsprozesses Rechnung zu tragen und unterstützt und berät sie darin. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Konstanz sind verpflichtet, Forschungsdaten nach geltenden fachspezifischen Standards aufzubereiten, zu sichern, zu dokumentieren und aufzubewahren. Dies umfasst auch die Dokumentation verwendeter Methoden und Werkzeuge. Und weiter heißt es, die Universität Konstanz ermuntert ihre Forschenden, soweit zulässig Forschungsdaten zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Form einer zitierbaren Datenpublikation öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt, wenn Sie an der Universität Konstanz sind, müssen Sie Forschungsdatenmanagement betreiben. Sie müssen diese Daten allerdings nicht öffentlich zugänglich machen. Wir würden uns allerdings sehr wünschen, dass Sie dies tun, also Sie sind ermuntert, heißt es dazu ja in der Forschungsdatenpolicy. Bei Fragen dazu können Sie sich gerne ans Team Open Science wenden.
Es gibt auch weitere Forschungsdatenpolicies, die aufs Forschungsdatenmanagement eingehen. Zum Beispiel, wenn Sie von einem Drittmittelgeber gefördert sind, sind Sie teilweise verpflichtet, Forschungsdatenmanagement zu betreiben. Daher empfiehlt es sich, immer genau auf Forschungsdatenmanagement in diesen Förderrichtlinien zu schauen und zu gucken, was wird erwartet, denn dies unterscheidet sich von Geldgeber zu Geldgeber. Teilweise müssen Sie die Daten publizieren, teilweise auch Open Access bereitstellen. Auch diesbezüglich können Sie gerne zu uns Kontakt aufnehmen, um dies zu klären. Zudem gibt es Forschungsdatenpolicies von Zeitschriften und Verlagen. Verlage wie etwa Springer Nature, Elsevier und Wiley machen seit 2016 Vorgaben zum Forschungsdaten. Doch diese Angaben variieren von Zeitschrift zu Zeitschrift, weswegen ich Ihnen empfehle, spezifisch zu schauen, welche Daten gefordert sind. Auch empfiehlt es sich, Forschungsdatenmanagement von Beginn an zu betreiben, damit Sie nicht am Ende dastehen und sich überlegen, wie Sie die geforderten Daten und besonders auch die Erklärungen dazu noch schnell einholen können, um eben in einer dieser Zeitschriften zu publizieren. Hier sehen Sie eine kurze Übersicht, was zum Beispiel in drei spezifischen Zeitschriften der genannten Verlage gefordert worden ist, und Sie sehen, dass es halt einfach zum einen ermuntert ist, das zu tun, oder dass es gar notwendig ist, allein schon für den Peer-Review-Prozess. Hinzu kommen noch einige fachspezifische Policies, dies sind überwiegend DFG-Richtlinien, zum Beispiel für die Psychologie, die Genetik, Linguistik und Bildungsforschung. In den Lebenswissenschaften gibt es dann noch die Angaben zur guten klinischen Praxis beispielsweise. Dies ist notwendig, weil Forschungsdaten in unterschiedlichen Disziplinen, wie wir ja auch schon anfangs gesehen haben, sehr unterschiedlich sind. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch den Forschungsdatenlebenszyklus präsentieren. Zunächst beginnt der Forschungsdatenlebenszyklus mit der Planung Ihres Vorhabens. Sie haben ein bestimmtes Forschungsvorhaben in den Blick genommen und müssen da jetzt erst einmal eruieren, was Sie genau machen wollen. Hier sollten Sie schon einmal gucken, welche Daten es bereits zu diesem Arbeitsgebiet, was Sie sich vorgenommen haben, gibt. Dies ist auch nach den Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG gefordert. Verschaffen Sie sich also einen Überblick, was es für Forschungsdaten gibt. Wie Sie diese finden, erfahren Sie in unserem Modul zu Repositorien. Bei dem Plan des Forschungsvorhabens werden Sie vielleicht auch schon sehen, dass es gute Daten für Ihr Forschungsvorhaben gibt, sodass Sie vielleicht Ihre Forschungsfrage diesbezüglich noch einmal anfassen können. Im zweiten Schritt folgt dann die Datenerhebung. Hier führen Sie Messungen durch, führen Interviews oder gucken auf andere Art und Weise, dass Sie die Daten für Ihre Forschung bekommen. Wichtig ist hierbei, dass Sie darauf achten, dass Sie diese Forschungsdaten auch wirklich nachnutzen können, dass Sie zum Beispiel das Einverständnis von anderen Personen bekommen. Im dritten Schritt folgt dann die Datenaufbereitung und Analyse. Hierzu gehört es, dass Sie die Daten wirklich so verständlich beschreiben und dokumentieren, dass andere sie, ohne dass sie gefragt werden müssen, verstehen können. Der vierte Schritt ist dann das Datenteilen und Publizieren. Sie überlegen sich, wer auf welche Art und Weise Zugang zu den Daten bekommen soll und wo sie veröffentlicht werden sollen. Der fünfte Schritt ist dann die Datenarchivierung. Sie stellen die Daten bereit, meistens für 10 Jahre. Das hat sich mittlerweile als Usus herauskristallisiert. Hier ist es auch nochmal wichtig zu schauen, wer Zugang zu den Daten haben soll und auch, wie die Daten genau zugänglich sein sollen, ob beispielsweise Open Data erforderlich oder möglich ist. Dann erfolgt die Datennachnutzung. Andere können jetzt ihre Forschung validieren und überprüfen, was sie gemacht haben. Sie bekommen vielleicht weitere Anregungen diesbezüglich. Co-Autorenschaften sind beispielsweise auf diese Art und Weise schon entstanden. Und andere können jetzt ihre Daten nutzen, um ein neues Forschungsvorhaben zu planen und weiterzuarbeiten. Jetzt befinden wir uns wieder am Beginn des Forschungsdatenlebenszykluses. Ein neuer Kreislauf kann durchlaufen werden. Dies ist jetzt der Abschluss des Moduls Warum Forschungsdatenmanagement. Sie haben einige wichtige Gründe kennengelernt, warum Forschungsdatenmanagement betrieben werden soll. Aber sicherlich haben Sie dazu noch Fragen. Von daher möchte ich Sie sehr gerne noch auf das Team Open Science am KIM der Universität Konstanz aufmerksam machen. Bei Fragen jeglicher Art rund ums Forschungsdatenmanagement oder rund um Open Science-Themen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Speziell zum Thema Forschungsdaten speichern finden Sie auch einige Angaben auf der Webseite vom Team Open Science. Die Forschungsdatenpolicy der Universität Konstanz finden Sie auch online. Zudem möchte ich Ihnen gerne noch die Informationsplattform Forschungsdateninfo nahelegen. Dort finden Sie rund ums Forschungsdatenmanagement zum einen gegliedert nach Themen, allerdings auch nach Wissenschaftsbereichen, einige weiterführende Informationen. Lesen Sie sich dort gerne einmal in Ruhe durch. Sie haben gerade das Modul Warum Forschungsdatenmanagement absolviert. Dies sind die Quellenangaben und die Abbildungsnachweise.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören!